Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Schön, dass du wieder mit dabei sein möchtest. Ich musste mal eben ganz schnell flüchten, weil der Typi mich schon entdeckt hat. Der kam auf einmal auf mich zu. Ich weiß jetzt nicht, wo der ist. Jetzt ist ja... Genau, der war das. Jetzt sind sie auf jeden Fall in Alarmbereitschaft. Das wollte ich so eigentlich nicht. Aber ich glaube, hier ist kein anderer mehr, oder? Ich weiß es nicht. Ich loote die erstmal. In das Lagerfeuer gehe ich gleich. Hier haben wir eine Tür. Vorratsschuppen. Nutzen Sie byzantinische Münzen, um den Ausrüstungstechniker von Trinity Objekte abzukaufen. Gehen Sie auf Objekte zu und halten Sie E gedrückt, um sie zu kaufen. Kehren Sie jederzeit zum Schuppen zurück, um Objekte zu kaufen. Okay. Hör zu, ich bin auf eurer Seite. Ich arbeite hier als Wartungstechniker für Trinity, aber ich muss unbedingt hier weg. Diese Leute sind verrückt. Ich habe Ausrüstung gelagert. Sie gehört dir, wenn du zahlen kannst. Ein paar fehlende Dinge fallen dir nicht auf, aber wenn sie Lunte riechen oder mich mit dir sehen, bin ich tot. Ich brauche nicht zurückverfolgbares Geld für den Ernstfall. Vorzugsweise Gold. Meinst du, wir haben einen Deal? Mal sehen, was ich auftreiben kann. Ja. Das Problem ist gerade, ich dachte, das wäre was zum Einsammeln. Habe ich das jetzt gekauft? Ich habe keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Fertigungswerkzeug, Upgrade-Werkzeug, das einen weiteren Rang aller Waffen-Upgrades freischaltet. Also wir haben jetzt hier so einen Shopkeeper, sag ich jetzt mal. Hier haben wir ein Outfit. Gewehr-Laser-Ziel-Fernrohr. Das finde ich ganz nice, dass wir jetzt sogar so einen Shop-Kerl hier haben. Gewehr-Granatwerfer. Also ganz schön teuer. Oh, Steigklemmantrieb. Pistolenschalldämpfer. Was hast du da noch? Na? Lässt dir die Zigarette schmecken? Naja, wenn man von Schmecken sprechen kann. Ich will das haben. Warte mal. Ich glaube, ich nehme den hier, oder? Oh, jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Wofür ist das Outfit denn? Das Outfit habe ich mir noch nicht durchgelesen. Ein Outfit aus schweren Tanktop, Tarnhose und taktischer Ausrüstung. Hat das irgendein Boni? Sowas wie er quasi anhat oder was? Also, er hat jetzt keinen Tanktop an, aber... ich meine jetzt so Militärfarben halt, so Tarnfarbe. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich kann mich nie entscheiden bei sowas. Ich glaube, ich nehme aber das. Ah, okay, dann habe ich es eben nicht gekauft. Das ist gut. Genau, den kennen wir ja schon, ne? Aus dem vorherigen Teil. Den liebe ich. Das ist ganz cool. Vielleicht, ne? Der könnte ganz nützlich sein. Und das kaufe ich auch noch. Ein Schalldämpfer. Waffenaufsätze. Waffenaufsätze sind schusswaffenspezifische Ausrüstungsteile, die an Waffen angebracht werden und ihr Verhalten und ihre Fähigkeiten verändern. Alle Schusswaffen desselben Typs bekommen einen Aufsatz, sobald sie diesen besitzen. Aufsätze werden automatisch auf alle passenden Waffen angebracht. Ja, das ist nice. Hat die jetzt so einen Aufsatz? Ja. Hat sie. Das Outfit hätte ich eigentlich auch gerne, aber da reicht mein Geld nicht. Und hier haben wir noch eine Sprachaufzeichnung. Es ist keine Atombombe. Ein gruseliger Typ mit Narbengesicht namens Konstantin hat eine große Rede gehalten. Über das Schicksal und die Quelle. Und jetzt bin ich noch verwirrter. Die anderen Externen scheinen genauso ängstlich und nervös zu sein wie ich.
Aber die Angestellten, die schon lange für Trinity arbeiten, saugen das auf und wollen mehr davon hören. Das ist wie in scheiß Jonestown hier. Wir bereiten uns auf einen Angriff vor. Gegen wen, fragst du dich? Es sind Leute hier. Einheimische, wie aus der Steinzeit. Ich meine Felle, Häute und Pfeilspitzen. Und wir begegnen ihnen mit einem Kampfhubschrauber und Maschinengewehren. Ich bin hier auf der falschen, verdammten Seite der Geschichte. Ja, das wird kein gutes Ende nehmen, steht da oben, und das sehe ich genauso. Konstantin haben wir ja auch schon kennengelernt. Und ich finde sogar noch, dass der heftiger und skrupelloser ist als Messias. Und Messias war schon eine Sache für sich. Guck mal, hier ist hier so eine Einkaufstüte für den Shopkeeper. Eigentlich will ich noch gar nicht weiter. Hier habe ich einen Fähigkeitspunkt erhalten. Habe ich gar nicht gemerkt. Ach. Okay, jetzt haben wir hier noch was freigeschaltet. Was haben wir denn da? Tödliche Präzision. Lautlose Exekutionen sind schneller und erledigen Feinde mit unglaublicher Kraft. Drücken Sie F, um nichts ahnende Feinde in der Nähe zu eliminieren. Die Landung nach Sprüngen und Stürzen ist immer leise und verursacht keine für Feinde hörbaren Geräusche. Verbinden Sie Wunden schneller. Okay, ist beides hilfreich. Ach du Schande. Doppelschuss. Feuern Sie gleichzeitig bis zu 2 Pfeile auf 2 separat anvisierte Ziele ab, während Sie mit vollständig gespannten Bogen zoomen. Das Zielen mit vollständig gespannten Bogen bleibt erheblich länger stabil. Eine Kopftrefferanzeige erscheint über den Kopf eines Feindes, wenn dieser erfolgreich anvisiert wurde. Verdienen Sie Bonus-EP, indem Sie Kopftreffer, lautlose Kills oder Tod von oben Kills erfolgreich verketten. Je länger die Ketten, desto höher die Bonus-Multiplikatoren. Das wollte ich nicht. Und das habe ich auch versehen mit links geklickt. Naja, jetzt sind wir Naturforscher. Erhöhen Sie die Menge der natürlichen Herstellungsmittel, die Sie von jeder Quelle sammeln. Juhu, genau das wollte ich. Nicht. Manchmal bin ich echt so ein Dödelkopf, ganz ehrlich. Oh Mann, ich wollte das noch nicht. Was gibt's hier? Alter Hornbogen, dessen Wurfarme mit dekorativen Schneeleopardenfell umwickelt sind. Compound-Bogen. Ein technisch hochentwickelter Bogen. Ich kann es irgendwie heute schwer lesen. Der auf maximalen Schaden ausgelegt ist. Ja, den hätte ich auch gern. Gut. Das war das. Ja. Wie gesagt, sammeln tue ich später auch noch. Aber, jetzt nicht. Da uns ja auch wieso noch einige Ausrüstung fehlt, mache ich jetzt hier erstmal weiter. Beim Shopkeeper darf man nicht durchlaufen. Da muss man ganz normal gehen. Und dann darf man wieder laufen. Der mag das nicht, wenn man durch seinen Shop läuft. Der ist also so ein bisschen pingelig. Ich hätte gerne ein Kampfmesser. Wo kriege ich das her? Hä? Ah doch. Ist richtig, ne? Ich muss darüber. Hui, ich komme. Die Berichte bleiben aus. Trinity macht sich langsam Sorgen. Wir hatten Probleme mit den Einheimischen. Unser Funksystem war defekt, aber jetzt ist alles unter Kontrolle. Wenn die Situation unhaltbar wird, werden wir einschreiten. Wird sie nicht. Ich bin aus einem Grund hier. Ich wurde auserwählt. Ich werde Erfolg haben. Sorgen Sie dafür. Hey! Aua! So geht man nicht mit einer Lady um. Blöd Mann, ich wollte doch hören, was der da zu sagen hat, dieser Konstantin. Wo ist mein Plüschding? Ich habe was Normales an.
Wo ist meine Jacke? Lara, geht es dir gut? Oh, Gott sei Dank. Anna, was machst du hier? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist hier los, Lara? Ich habe Angst. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass sie dich damit reinziehen. Das ist alles meine Schuld. Wer sind die? Was wollen die denn? Dasselbe, was mein Vater finden wollte. Oh nein, Lara. Ich hab doch gesagt, du sollst es lassen. Was auch immer sie wollen, gib's ihnen einfach. So einfach ist das nicht. Halte durch. Ich hol uns hier raus. Irgendwie. Fass sie nicht an! Bitte nicht! Reden Sie! Nein! Nein, du verdammtes Schwein! Wo ist die göttliche Quelle? Bitte! Aufhören! Ich weiß nicht, wo sie ist! Aufhören. Sie hat keine Ahnung. Du konntest es nicht lassen, oder? Ich wusste, dass du diesen Ort finden würdest. Was hast du erwartet? Es muss nicht so enden, weißt du? Wir suchen beide dasselbe. Wir könnten jemanden wie dich brauchen. Du suchst einen Sinn für dein Leben? Wir können ihn dir bieten. Das soll wohl ein Witz sein. Ich habe gesehen, wie Trinity vorgeht. Ist das ein Nein? Ein keine verdammte Chance! Sag's mir, Anna. Hat Trinity dich rekrutiert, bevor oder nachdem du mit meinem Vater gevögelt hast? Ich liebte Richard. Aber er war geblendet vom Idealismus. Es hat ihn zerstört. Was würdest du mit dem Artefakt tun? Es der Welt vorführen? Den Namen deines Vaters reinwaschen? Du bist noch so naiv. Ein verängstigtes Mädchen, das verzweifelt, wie sein Daddy sein will. Wir sind hier fertig. Nein, noch nicht. Du und ich. Stellen wir uns doch beide auf dieselbe Seite der Geschichte. Denk drüber nach, Lara. Einfach nicht anders. Ich dachte, ich wäre allein. Dachte ich auch, aber hier sind wir. Also, wie soll ich meine neue Bekannte nennen? Gar nicht. Ich bleibe nicht hier. Konstantin ist nicht sehr geduldig.
Ich auch nicht. Das sehe ich. Netter Trick. Können Sie uns hier rausholen? Es gibt kein Uns. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind oder wieso Sie hier sind. Tut mir leid. Im Moment bin ich nicht sehr vertrauensselig. Ohne mich kommen Sie nicht weit. Sie wissen gar nicht, wie weit ich schon gekommen bin. Was wissen Sie über die? Eine Sekte. Alt und geheimnisvoll. Sie sind überzeugt, sie erfüllen den Willen Gottes. Wie ich das sehe, sind die alles andere als heilig. Ja, wir sind mal wieder gefangen genommen worden und ja, die gute Anna hat sich mal wieder als Mischstück herausgestellt, wenn man das so sagen darf. Sie steht auf der Seite von Trinity, womit ich jetzt wirklich nicht gerechnet hätte. Wir suchen dasselbe wie Sie. Das, was wir Ihnen nicht geben können. Können oder wollen. Macht das einen Unterschied? Ja, bei einem hat man die Wahl. Und was genau haben Sie damit vor? Ich sage Bescheid, sobald ich's weiß. So. Wenn ich hier rauskomme, dann hau ich diesen blöden Konstantin eins auf seine blöde, hässliche Rübe. Ne? Das will ich euch noch mal gesagt haben. Noch ein Grund mehr, hier rauszukommen. Ja. Laura reißt erstmal das ganze Gebäude ein. Ich will meine Waffen wieder und mein Plüschding. Hallo. Habe ich Waffen? Ich weiß nicht, wer der Typ da ist. Ich könnte mir vorstellen, dass der zu diesem anderen Typen gehört. Gibt's einen Weg raus? Nein. Aber ich habe vielleicht was Nützliches gefunden. Ich habe einen Bogen. Und ein Seil. Ist hier noch was? Guck mal, das ist noch ein Kartenspiel. Moment mal, die haben meine gekauften Sachen. Ich habe mir doch Sachen gekauft. Die haben mir die wieder weggenommen. Das geht gar nicht. Ich habe mir die ehrlich gekauft. Hallo? Das geht ja wohl gar nicht. So, ich habe einen Bogen. Rechte Maustaste ziehen. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Okay, ich erschieß dich. Nee, ich darf ihn nicht erschießen. Fuß. Ach, da oben ist was. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, das kennen wir doch schon. Wie sind Sie hier gelandet? Als wir Männer kamen, wollten wir sie bekämpfen. Hat geklappt. Können Sie da raus? Ja, ich passe da locker durch. Halt! Befreien Sie mich. Ich kann helfen. Ich traue Ihnen nicht. Was? Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne das. Und Sie vermutlich auch. Ich arbeite lieber allein. Ich kenne mich hier aus. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Daran zweifle ich nicht. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Ich weiß, was Sie alle suchen. Ja, komm, wir nehmen den mit, auf jeden Fall. Danke. Ich heiße Jacob. Laura, nehmen Sie das, falls wir getrennt werden. Hoffentlich können wir dem vertrauen. Wir müssen weg hier. Die Wachen kommen jeden Moment auf ihrer Runde. Ja, ich will mich erstmal umgucken. Kennen Sie den Weg hier raus? Warte. Ja, ich hatte genug Zeit, diesen Ort zu studieren. Was ist das? Ach so. Unsere Invasion des Tals hat vor nicht einmal 24 Stunden begonnen. Ich hatte Widerstand erwartet und wurde nicht enttäuscht. Die Einwohner des Tals glauben, sie besiegen uns. Aber je härter sie kämpfen, desto entschlossener werde ich. Wenn sie nicht etwas beschützen würden, würden sie sich nicht so quälen. Sie würden Folter nicht so entschlossen ertragen. Sie sind Gläubige. Ich respektiere das. Aber sie stehen auf der falschen Seite. Es dauert nicht mehr lange. Eine neue,
bessere Welt ist nah. Ja, ja, eine neue, bessere Welt ist nah. Du mich auch. Ja, ich bin immer noch schockiert, dass Anna auf der Seite von Trinity ist. Und ja, finde ich krass. Hätte ich jetzt echt nicht so mit gerechnet. Genau, ich mache mal ein paar Munition hier. Kann ich nochmal? Nee, ist voll. Hier darf man auch nicht rennen in der Zelle. Mm-mm, darf man nicht. Wo ist denn der Typ? Da ist eine Maus eingesperrt. Guck mal. Wurde der gefoltert? Wahrscheinlich von Konstantin. Oh, hier. Ein Relikt. Ein silbernes Zigarettenetui scheint im Krieg verwendet worden zu sein, was wahrscheinlich ist. Sieht so aus, ne? 1942. Ist aber nichts mehr drin. Ist leer. Leer, leer, leer. Gut, dann folgen wir mal Jacob. Hallo? Wo ist der? Wie lange waren Sie in der Zelle? Lange genug, um zu wissen, dass Konstantin nicht aufgibt, bis er findet, was er sucht. Die göttliche Quelle. Ist sie hier? Vertrauen muss gegenseitig sein. Ja, Moment. Ich will mich hier doch noch umgucken. Ist das eigentlich ein neues Gebiet jetzt? Nee, ne? Nee, das ist immer noch... Das gehört immer noch dazu. Was ist das? Eine Geschichtsstunde. Dieser Ort hat seine eigenen Namen. Es war ein Arbeitslager. Okay. Das war ein Arbeitslager. Kann ich noch weitere Bilder angucken? Ach, hier, guck mal. Eine Truhe. Noch ein Teil für den Bogen. Das mache ich gleich. Wir hören uns das hier nochmal eben an. Ich kann mir das nicht anhören. Achso, darf man das nur von der Seite? Achso. Okay. Ich habe endlich meinen Betrug aufgedeckt. Lara kennt die Wahrheit. Jetzt ergreifen mich seltsame Gefühle. Reue, sicherlich. Reue für den Teil von mir, der in dieser Folterkammer geblieben ist. Aber da ist noch etwas anderes. Ich weiß, Konstantin glaubt, dass meine Zeit bei den Crofts mich weich gemacht hat. Aber er irrt sich. Es ist keine Weichheit. Es fühlt sich eher wie neue Entschlossenheit an. Lord Croft war ein intelligenter Mann. Ich weiß, dass seine Tochter Geheimnisse hütet. Als Verbündete wäre sie unbezahlbar. Als Feindin wird sie ein großes Problem. Ich muss dafür sorgen, dass Konstantins Arroganz ihn nicht übermannt, wenn wir sie stellen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Anna war mir beim ersten Treffen, also in dieser Wohnung, eigentlich recht sympathisch. Ich hätte damit echt nicht gerechnet, dass sie auf der anderen Seite mit Konstantin steht, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, und mit Trinity da irgendwie. Muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich schockiert im ersten Moment. Hätte ich nicht mit gerechnet. Und ich bin gespannt, wo das Ganze noch hinführen mag. Ich würde den Part jetzt hier erstmal beenden. Und dass Lara kein Vertrauen in fremde Männer hat, nicht Männer, in fremde Menschen hat, das kann ich verstehen. Ich meine, sie hat eben erfahren, dass Anna auf der anderen Seite steht. Das ist schon echt heftig. Und wir können hier doch interagieren. Das machen wir aber im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich würde mich sehr bei euch freuen. Bis dann, eure Inori LP.